Willkommen zurück zu Pokémon Kolosseum. Erneut sind wir hier im Team Krallversteck. Oh mein Gott. Die haben uns nicht verarscht. Sie haben gesagt, die haben die alte Krallmaschine wieder nicht angemacht. Aber nein, das war falsch. Ist immer noch kaputt. Es war nur eine Falle, uns hierher zu locken. Der Boss des Team Krall, Dark Krall, der will sich immer noch an uns rächen. Aber den müssen wir jetzt erstmal finden. Das ist das Problem. Also ich war hier schon mal. Aber wir haben hier nicht alles abgegrast. Deswegen haben wir den nicht gefunden. Dann bin ich mal gespannt, wo der ist. Also, es gab ja auch hier noch eine Tür irgendwo. Ne, eine Tür, eine Treppe, meine ich. Vielleicht ist das richtig. Oder waren wir hier? Sind wir hier damals lang gegangen? Das ist echt doof, Freunde, wisst ihr das? Das ist echt scheiße. Es gab doch hier zwei Wege, das weißt du doch noch ganz genau. Ah, hier vielleicht. Ah, ja. Vielleicht ist hier Dark Krall, also. Leider Gottes müssen wir tatsächlich das gesamte Team Krall-Versteck nochmal abgrasen. Sehr ärgerlich. Na gut. Du störst mich nicht. Aber hier müsste der sein, weil den Rest hatten wir eigentlich. Und dieser Raum hat hier ohnehin keinen Sinn. Aber er ist trotzdem nicht hier. Doch! Da ist er! Das ist Dark Krall! Ja, natürlich mit seinen Schnäuzern. Das kann er nur sein. Offscreen habe ich erneut einen nervigen Trainer besiegt, direkt am Anfang. Ich dachte, das erspare ich euch ein drittes Mal. Deswegen, Crocodile ist jetzt Level 63. Aber ich möchte trotzdem mit den zwei, weil es einfach die Reißer des Teams sind, die absolut geilsten in Kombination. Wobei Panzer-Ero und Despotter auch ziemlich gut sind. Trotzdem möchte ich mit denen anfangen. Ich denke, das ist ganz geil. Aber den Kampf sollte man nicht unterschätzen. Er ist overleveled. Wir sind unter seinem Level. Zwar nur ein, zwei Level, glaube ich, aber trotzdem. Der Typ hat's drauf. Der hat sich nochmal richtig an Riemen gerissen und hat hart trainiert. Unglaublich, diese Unverschämtheit einfach mal wieder hier aufzukreuzen, James. Gut, in Lanectura habe ich leider verloren, aber das hier ist das Hauptquartier. Das dient Krall, Hype-Vorteil und so. Ja, ist zwar nur eine Ruine, aber trotzdem ist mein Heimspiel. Hier werde ich garantiert nicht verlieren. Ich hoffe, so ähnlich ging die Stimme. Ein bisschen näher, ne? Ja, der Boss, der ist Team Krall. Kapels und Granbo Level 64. Zwei Level über meinen. Ah ja. Läuft so nicht, Freunde. echt scheiße. Gegen Kapels habe ich einfach nichts. Echt kacke. Na gut, müssen wir jetzt durch. Ich hätte sagen, Regentanz. Ja, Regentanz ist gut. Du machst einen Surfer, auch wenn es auf Kappels nicht effektiv ist. Ich weiß, Freunde, man soll ja nur das Granbull schwächen und... Naja, mit den Kappels müssen wir uns das ausdenken. Wahrscheinlich wirst du dann doch nur mit den Surfern erledigen. Ich denke mal, Kappels hält jetzt nicht allzu viele aus. Wir werden es ja sehen. Na, es geht, aber ich denke... sonst setze ich da nochmal mit dem Kinierscher hinter. Seht ihr, Granbull... Oh, Protzer. Den sollten wir schnell wegmachen jetzt. Dann kriegt er gleich einen Kinierscher zu spüren und dann passt das. Hyperstrahl, ey, dein Ernst. Aber ich glaube, Granbull spielt man physisch, deswegen sollte das nicht als... Ja, deswegen sollte das nicht allzu viel Schaden machen. Ist klar, ne? Mhm. Gut, was tun? Ne, wir machen den Döner. Weil er sich geboostet hat in der Verteidigung wegen Stab und so. Ja, doch, das passt. Teil Tiger in Danger, ich werde erstmal ihn nicht teilen. Oh, wäre schon fast... ausreichend gewesen. Aber okay. Der Surfer wird auf jeden Fall hier beide vernichten. Das war's. Ja, der Surfer hat auch so viel Schaden gemacht wegen den Regentanz-Support, ne? Zwei Punkte sind schon mal von ihm besiegt. Und das ist viel wert, Freunde. Ja, es gibt noch wahnsinnig starke Trainer in diesem Spiel, die wir noch begegnen werden. Sechs harte Kämpfe haben wir auf jeden Fall noch vor uns, das kann ich nicht sagen. Ja. Sechs Kämpfe, die werden sowas von knallhart. Kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen. Aber das dauert noch ein bisschen, bis die kommen. Also das hat auch was mit diesem geheimen Kolosseum zu tun, aber... Naja, erstmal hier Dark Krall besiegen, ne? Und dann sehen wir weiter. Also Krebotak, ich denke, Raikou wird ihn outspeeden, trotz zwei Level höher. Ja, müssen wir mal gucken mit Amaldo, es wird... Naja, ich versuch's mal mit dem Surfer. Ja, outgespeedet, das war's. Krebotak ist Geschichte! Sehr schön, weil dann trifft der Surfer ein anderes Pokémon von ihm.
Der Surfer auf Grebotak wäre nicht effektiv gewesen. Komm schon, setz irgendeinen Stein oder so rein. Geowatz oder so. Das wäre schon epic. Mach mal, naja. Okay, ist aber schön, wenn er schon mal geschwächt wird. Ja, seht ihr, da krallt er wenigstens, Freunde, ne? Mach mal. Kein Maschock. Diese ganzen Team-Kralltypen. Alter, was der aushält. Ist ja nicht mehr förderlich. Und Amaldo überlebt auch. Damit ist Raikou besiegt. Ja. Aber gut Job. Gut Job. Doch, auf jeden Fall. Was er alles gemacht hat. War schon nicht schlecht. So, Psyana für Mahomai. Denn sonst kriegen wir den nicht schnell genug weg. Und er kann tödlich sein mit Kreuzhieb oder Wuchtschlag. Je nachdem. Und am besten noch mit... Wie heißt das? Wie heißt das? Willenslaser und dann Wuchtschlag, ne? Das zu 100% trifft. Oder der hat am besten noch Fähigkeit schildlos. Dann trifft es auch zu 100%. Deswegen schnell weg mit diesem Mahomai. Das macht mir Angst. Willst du nicht mehr sehen. Tschüss. Das Schöne daran ist jetzt, dass er wirklich nur zwei Pokémon hat. Und Amaldo ist auch kurz vorm Down gehen. Also sehr gut gelöst hier. Die hat doch keine Chance gehabt. Alter! Und jetzt habe ich Tiny Tiger nicht mehr. Heilige Scheiße. Boah, wie soll man Gyarados ohne Elektro-Pokémon besiegen? Das wird heavy. Das wird heavy. Das kann ich euch jetzt schon mal vorwegnehmen. Vor allen Dingen, wenn er mit Dragon Dance spielt. Dann wird... Oh, genau das meine ich. Alter Verwalter. Was machen wir damit? Ja, müssen wir mal gucken. Aber das wird jetzt nicht leicht. Vor allen Dingen gefällt es mir nicht, dass es jetzt hier regnet, ey. Das Gyarados nur noch gefährlicher. Aber er müsste bald aufhören. Regen ist schon so lange. Anziehung funktioniert nicht, weil er auch männlich ist, leider Gottes. Psychokinese versuchen wir mal. Und dann mit dem Schlitzer. Also, Gyarados wird uns auf jeden Fall noch ein paar Pokémon abziehen, denke ich mal. Ja, wobei der Schaden war schon nicht schlecht. Aber ich denke nicht, dass reichen wird. Nein, absolut nicht. Drachentanz, hatte ich mir schon gedacht. Wer spielt Gyarados auch nicht mit? Dragon Dance. Den möchte ich mal begegnen. Ja, es hat aufgehört zu regnen, wie auf Kommando. Wir brauchen den Regen nicht mehr, jetzt hört es auch auf. Sehr schön. Ja, aber was mache ich mir eigentlich noch? Oh, durch Dragon Dance fängt er an, aber Hyperstrahl. Hyperstrahl auf Gyarados, so ein Bullshit. Er hat seinen Angriff jetzt gesteigert. Oh, heilige Scheiße. Er hat seinen Angriff eigentlich jetzt gesteigert. Aber es bringt ja nichts. Hyperstrahl ist ja Spezialangriff. Und vor allen Dingen hat Gyarados eigentlich gar keinen hohen Spezialangriff. Das finde ich jetzt gerade ein bisschen scheiße. Dass das ausgereicht hat. Eigentlich ist das nicht so. Naja, was soll's, jetzt muss er aufladen. Wenn er jetzt keine Top-Genesung benutzt, dann sieht es sehr, sehr gut aus. Aber ich denke, das wird er leider tun. Nee, macht er nicht. Na gut, dann haben wir es geschafft. Also hätte er jetzt einen Hypertrank oder eine Top-Genesung benutzt, dann wäre es aber richtig knackig geworden. Ich meine, ich hätte auch einen Beleber noch nutzen können, klar. Aber ich wollte es erstmal ohne probieren. Naja, wunderschön. Ein guter Kampf. Unglaublich, du bist ja noch besser geworden. Tja, aber du auch, mein Freund. Ich werde dich jetzt nicht fragen, warum du unser Hauptquartier gesprengt hast und das Team Krall verraten hast. Aber du kannst dir sicher sein, solange ich da bin, wird Team Krall immer wieder in Erscheinung treten. Und beim nächsten Mal bist du dran, rette ich schon mal drauf vor. Es wird kein nächstes Mal geben, Freunde. Vielleicht in Pokémon XD. Das weiß ich nicht, ich hab's Pokémon XD ja nie gespielt. Ich hab's zwar jetzt mir ersteigert, aber naja. Ich kann dazu nichts sagen, ne? Ob man da Krall begegnet. Weiß ich einfach nicht. Sonst wird's nicht kein nächstes Mal geben. Das weiß ich hingegen schon. Jetzt will ich aber mal echt wissen, ob es jetzt weitergehen kann. In Orkus. Wo habe ich jetzt nochmal unnötigerweise zur Krallmaschine gegeben ist. Vor allem, wie komme ich hier wieder raus aus den Saftladen? Och, Kinders. Ich habe mich jetzt verlaufen, dein Ernst? Na gut, den Kampf mache ich und dann schneide ich euch den Weg hier raus. Den machen wir jetzt so gemeinsam. Oh, shit. Pokémon sind doch zerstört. Aber das Gute ist, jetzt kommt Capoeira rein. Nee, doch nicht. Hä, die Pokémon sind wieder aufgefrischt? Ja, danke. Das muss er aber gemacht haben. Das finde ich ja cool. Das muss er gemacht haben, Freunde. Also er natürlich, ihr wisst. Der Krall. Der Boss von Team Krall.
Jetzt frage ich mich echt, ob ich nochmal zur Krallmaschine gehen muss. Deswegen mega beschissen. Oder ob ich jetzt schon direkt nach Orkus gehen kann. Ich habe meine, ich habe da Krall besiegt und so, ne? Was soll man sonst noch machen? Ursaring ist gefangen. Farbigel ist gefangen. Ich habe eigentlich alles erledigt. Ich habe Lorblatt gefangen. Ich habe Igelava gefangen. Also mehr können sie auch von mir jetzt hier nicht verlangen. Jetzt muss es doch weitergehen. In Orkus. Echt strange. Oh, genau 200 KP. Gut, versuche ich es nochmal mit dem Surfer. Aber ich denke, der Donnerblitz wird schon ausreichen. Ja. Natürlich ist er nur Level 54. Ah, und deswegen mit solchen Lappen möchte ich mich jetzt hier gar nicht mehr auffallen. Ich werde übrigens jetzt mal kurz die Pokémon wieder austauschen, weil die sind jetzt schon so hoch. 64 teilweise. Nee, das soll nicht so sein. Die anderen brauchen auch noch ihre Level, denn der stärkste Gegner des Spiels hat 70er Pokémon. Kann ich schon mal vorwegnehmen und da sind wir noch nicht gut gewappnet, ne, gegen. Deswegen sollten wir jetzt hier mal den underlevelten Pokémon helfen. Nicht Beyblade und Psyana. Gut. Ja, dann werde ich mal versuchen, hier wieder rauszukommen und dann sehen wir uns gleich wieder. Oh mein Gott, Freunde, der Ausgang, der normale Ausgang, der war jetzt blockiert. Man musste jetzt nochmal wirklich durchs gesamte Team Krall Versteck. Aber, ja, sie haben die Maschine immer noch nicht repariert. Ja, und jetzt können wir raus. Die Typen sind nicht mehr da. Die Ursaringe und Farbigel hatten und hier, haben wir ihn geschafft. Ach, bitte, jetzt ab nach Orkus. And please. Jetzt soll es mal getriggert werden mit dem geheimen Kolosseum. Gehen wir erstmal noch zu Byte. Bevor das machen, heilen wir aber erst so unsere Pokémon. Und dann mal schauen. Wenn das jetzt nicht getriggert wird, dann kriege ich echt einen Kotzkrampf. Dann weiß ich nicht, was zu tun ist. Ich habe ja auch alle Krypto-Pokémon gefangen. Absolut alle. Finde schon scheiße, dass wirklich jetzt nicht irgendwie gesagt wird, ja, irgendwie so eine Mail oder so. Ach, es ist nervig. Echt kacke gemacht. Ich will, dass das Event getriggert wird. Wir haben da Krall besiegt. So ein Bullshit. Ich sehe schon, dass es wieder nichts wird. Dass ich wieder im Internet gucken muss, wie es weitergeht. Also, ich muss schon sagen, manchmal ist das Spiel sehr verwirrend. Ach, ich rieche es doch schon, wie es nicht weitergeht. Ja, ich habe deine Mail gelesen. Ja. Es geht nicht weiter, Freunde. Ich weiß es nicht, was man machen muss. Schnitt. Ach, der Blindfisch hat mal wieder zugeschlagen. Nachdem man da Krall besiegt hat, liegt auf dem Tisch. Diodisk! Wo kann man diese Discs nochmal benutzen? Genau, in Orkus. Und da geht's jetzt weiter. Wir kommen also mit der UFO nach unten. Deswegen U. Doch was ist unten? Waren ja schon im Treppenhaus ganz weit unten, aber jetzt geht's noch richtig tief hinab. Das ist echt der Hammer. Also da können wir uns auf was Nettes freuen. Gucken, ob ich jetzt hier normal rauskomme oder nicht. Ob das wieder dicht gemacht haben. Schauen wir mal. Ne, jetzt geht's. Nachdem der Krall besiegt ist. Nee, geht nicht. Oder? Nö. Gut, Freunde, ich muss jetzt ein viertes Mal dieses scheiß Versteck durchqueren. Ich krieg echt einen Kotzkrampf. Und dann geht's wirklich in den Untergrund von Orkus. Aber obwohl Orkus ja schon der Untergrund von Pyritus ist. Aber jetzt gibt's den Untergrund vor Untergrund. Naja, was da auf uns wartet. Das werden wir gleich hier rausfinden. Ich werde es natürlich jetzt offscreen nochmal machen. Dieses beschissene Versteck. Ich hasse es mittlerweile. Oh, es hat gar nicht so lange gedauert. Nach Darkrals Niederlage sind gar keine Angreifer mehr da, keine Trainer, die einen herausfordern. Das finde ich aber mal schön. Gut. Oh, eine Mail. Ja, jetzt müssen wir mal gucken, was wir mit der U-Disk machen können. Also,
werde ich euch schon noch zeigen. Aber ich möchte es jetzt hier noch sortieren, auf jeden Fall. Ach, benutzen noch nicht. Kann ich es nicht mehr verschieben? Ach, so ging das, genau. Zugschlüssel tauschen, bitte. Ja. Jetzt haben wir es nicht. Frau! V-R-O-U. Frau! Aber es fehlt jetzt immer noch diese andere Disk. Das war da hinten hinkommen, die L-Disk. Mensch, wo gibt's die denn? Tja, die finden wir als letztes, Freunde. Habe ich mich nicht auch schon informiert? Die finden wir nicht in den Untergrund, vom Untergrund. Also, wenn wir die U-Disk benutzen. Achso, wir haben ja eine Mail bekommen. Jetzt gehe ich doch automatisch zu Byte. Vielleicht ist es gar nicht von Bedeutung. Schauen wir mal. Wer ist das? Ich bin Swart aus Orkus. Neulich habe ich diesen Typen mit der unglaublichen Frisur gesehen. Deshalb mache ich jetzt mal schnell Foto, ne? Er hat irgendwas gesungen, dass er ein neues Zuhause im Kolosseum hat oder so. Hä? Das ist doch die Queen. Und der fährt nach unten, hat man auf dem Bild gesehen. Tja, dann folgen wir ihm mal. Denn wir können ja jetzt auch nach unten fahren. Müssen nämlich gar nicht nach Byte. U-Disk. Seid auch schon so gespannt. James verwendet die U-Disk nach unten. Also den Untergrund vom Untergrund. Guck mal, es ist eigentlich nur noch schwarz. Wo kommen wir hier hin? Oh mein Gott. Da liegt doch was. Da liegt doch was. Zahnprothese. Erinnert ihr euch noch? Wo findet man den Zähne? Und so hat er gesagt, ne? Ja. Es geht nicht um den alten Opa, der seine Zähne verloren hat. Die sind nicht in den Untergrund gefallen und jetzt können wir sie ihm zurückgeben. Das machen wir noch ganz schnell. Brauchen wir jetzt einmal wieder die V-Disk? Denn der Opa befindet sich auf der anderen Seite. Bei den Gemischtwarenladen, sag ich mal. Ja, das sollten wir auch nochmal einkaufen. Ein paar Top-Genesungen. Ah, nee, da gibt's ja keine Top-Genesung. Der nur diese speziellen Sachen. Was da ist so ein Prozess, hast du das hier so lebst? Ja, ich glaube, du setzt das mal wieder rein, ne? Abracadabra, Simsala, Kapalo, es funktioniert wie und je, ich kann wieder sprechen und das verdanke ich euch, danke für eure Hilfe, zum Dank kann ich euch nur das geben. Wir haben die L-Disk, genauso kriegt man die. Ist ja in Ordnung, ich habe noch eine Disk von dieser Sorte. Ja, das ist die letzte Disk im Spiel. Man kann nach oben, nach unten, nach rechts, nach links. L-Disk möchte ich gerne hier haben und das tauschen wir mit den Zellenschlüssel. So finde ich es am besten. Ne? Vorne, rechts, links, unten, oben. So ist schön sortiert. So, jetzt gehen wir noch ein bisschen Geld aus. Gibt, glaube ich, nur zwei Krypto-Pokémon im Spiel, die man fangen kann. Der Kräuterladen. Haben wir nicht... Ah, hier ist noch sowas wie... Wie ein Hyperheiler. Kann man sowas nicht mehr haben? Nichts wie her damit. So, Vitalkraut ist wie ein Toppeleber, deswegen kaufe ich mir da auch nochmal 5 Stück von. Das ist wie ein Hypertrank, aber Hypertrank kann man, glaube ich, noch. Ja, passt. Mehr möchte ich nicht. Also, Toppeleber kann man ja im Spiel nie kaufen. Aber in jedem Pokémon-Spiel gibt es einen so einen Kräuterladen und da gibt es immer dieses Vitalkraut. Und es funktioniert eben genauso wie ein Toppeleber. Hat auch keinen wirklichen Nebeneffekt. Ich glaube, die Pokémon mögen das nur nicht so gerne. Ich weiß nicht, ob dann so ein bisschen die Zuneigung sinkt. Ich glaube, nur ganz minimal. Das ist aber echt kein Drama. Dafür kriegt man Toppeleber. Ganz billig auch. 2500, das geht. So, und jetzt fahren wir nochmal nach unten. Was ist denn da unten? Ich möchte das jetzt wissen. Hat er nur gesehen, ein großes Tor? Was kann das nur bedeuten? Ja, ich denke, manche wissen schon, weil ich schon die ganze Zeit immer angedeutet habe. Ich habe ja die ganze Zeit immer vor einem geheimen Kolosseum gesprochen. Finden wir das etwa hier? Ein riesiges Tor. Hier ist das geheime Kolosseum. Es nennt sich das Kolosseum Tartarus. Also wenn das Tartarus heißt, dann ist das ja nur ein eigener Ort. Willkommen im Kolosseum Tartarus, ihr baut auf einer alten Mine. Hier treten euch die ehemaligen Krypto-Vorsitzenden vor euch nochmal heraus. Genau. Es gibt hier mehrere Durchgänge. Man muss das Kolosseum viermal absolvieren.
Und am Ende eines jeden Durchgangs kommt immer wieder ein Kampf gegen einen Krypto-Vorsitzenden. Und das meinte ich mit den, es werden noch 6 harte Trainer kommen. 2 Trainer kennt ihr nicht, aber 4 von den 6 Trainern sind auf jeden Fall nochmal die Krypto-Mitglieder, die jetzt richtig abgehen, Freunde. Das meine ich ernst. Die wollen es jetzt wirklich wissen. Und ich weiß ja, wer der erste Boss war von Team Krypto. Es war die Queen. Und wir wissen ja immer, was die Queen hat, ne? Kapaloris. Was macht man gegen Kapaloris? Genau. Elektro. Okay, Elektro ist nur normal effektiv, aber ich habe halt nichts anderes dagegen. Aber ich denke, Crocodile und Tiny Tiger werden das Ding schaukeln. Sie werden auf jeden Fall ihr Bestes geben. Ich denke, eine Partie, einen Durchgang machen wir jetzt hier noch. Warum nicht? Wenn ich mich schon so blöd anstelle in diesem Partner, machen wir wenigstens noch hier einen Durchgang. Hallo, willkommen im Kolosseum Tartarus. Willst du am Turnier teilnehmen? Natürlich. Nimm uns dazu teil. Willst du mit dem Pokémon antreten, die du jetzt bei dir hast? Nee, weißt du? Gut, streng dich an, um zu gewinnen. Jo, das ist nicht jetzt echt nicht ganz einfach. Kolosseum Orkus war schon anspruchsvoll. Es war nicht schwer, aber es war anspruchsvoll. Aber das, was uns hier erwartet, wird alles bereits Gesehene nochmal übertreffen. Vollkommen im Untergrund. Es ist erbaut auf einer alten Mine, wie er sagt. Es sieht sehr verlassen aus. Voltam. Du bist gehört. Wirklich gehört. Das werden wir jetzt sehen. Ich bin echt gespannt. 60er, okay. Somit sind die Gegner auf unserem Level. Also ich empfehle euch, den Duellberg erst zu machen, bevor man hier reingeht. Aber ich kann euch eins sagen, die Pokémon von den Krypto-Vorsitzenden sind Level 65, soweit ich das noch weiß. Das schon echt nicht ohne. Gut, Schlitz auf Planer, es wird nicht reichen, ich weiß. Ach, komm ey. Und dann noch auf Tiny Tiger, das ist super. Sengo kommt zum Zuge und Sengo macht viel Schaden. Planus werde ich eh nicht one-hitten können. Das funktioniert einfach nicht. Wenn der Schaden nicht gegeben ist. Entfacht ein Wirbelwind, okay, das ist Klingensturm, das ist Bullshit. Dann würde ich schon sagen, machen wir Donnerblitz und Surfer. Tatsächlich Surfer. Ich denke, das reicht für Planus. Oh! Es war die richtige Entscheidung. Denn er hat tatsächlich den Donnerblitz überleben können. Und jetzt wäre der Klingensturm gekommen. Gut, dass wir Surfer gemacht haben, jetzt wird die Aktion des Klingensturms unterbrochen, weil Sengo jetzt besiegt ist. Planer ist auch sehr schön. Die. So, jetzt kommen nur 2 weitere Pokémon. Wir haben, glaube ich, hier alle 4 Pokémon und die Krypto-Vorsitzende 5 oder 6 sogar. Und ich kann euch eins sagen. Am Ende von allen Runden gibt es noch einen Secret Boss. Das wird der Oberhammer. Und wenn Secret Boss besiegt haben, ach nee, der hat nur 1. Wenn Secret Boss besiegt haben, liebe Freunde, dann kommt der geheime Endboss-Kampf und dann war es eigentlich durch. Ja, so ist das. Gut, das gegen Yatropius war jetzt echt kein Drama vor Obama. Ich frage mich, wie viele Kämpfe es sind. Sind es pro Durchgang 4 Kämpfe? Also, dass der 4. Kampf das Finale ist gegen die Queen in diesem Fall immer. Ist wirklich gut, besser als ich dachte. Dann müsste jetzt der 2. Kampf kommen, dann das Semifinale und dann das Final gegen die Queen. Okay, lassen wir das. Was kann ich denn, um zu weit unter die Erde zu kommen? Tja. Ich bin zwar unter die Erde gekommen, aber ich lasse mich noch nicht begraben. Oh, Tornuptum Muntia. Ich sollte hier nicht so hämisch lachen, denn da habe ich keinen Grund mehr zu. Na gut, habe ich doch. Tiny Tiger, du machst den Regentanz, versteckst damit den Surfer und der Surfer sollte für Tornuptum reichen, für Muntia vielleicht nicht. Aber ist mir auch egal, Muntia alleine soll keine Bedrohung darstellen. So, du machst den Regentanz und du machst den Surfer. Das wird reichen. Der macht eh nur Ausdauer. Macht sich schon bereit zum Sterben. Ich verstehe zwar nicht warum, er hat noch nicht eine Energieeinheit verloren, aber wenn er meint, wenn er meint. Hauptsache der Tornupto geht baden. Ach nein, oh shit, okay. Raikou ist besiegt, ich hoffe der wird nach dem Kampf. Respekt, Alter. Dass er das übersteht. Oh, da steht ich Mund hier.
Au, au. Au, au, au. Naja, soll mir recht sein. Aber ich denke schon, wenn ein Pokémon besiegt wird, dass das... Wow, er überlebt es. Und Mundtier auch, durchaus Dauer. Ich denke schon, dass nach dem Kampf dann die Pokémon wiederbelebt werden, die dann besiegt wurden. Ach komm, da reicht ein Knirscher. So bitte auf Tanukto, weil der uns outspeedet, wie man eben gesehen hat, beziehungsweise Crocodile wird outgespeedet. Deswegen macht das bitte weg, das Viech, nicht noch ein Erdbeben, danke. Ganz schön heftig, dass dein Surf aushält, der durch Regentanz supportet wurde. Respekt. Hariyama, oh nein, noch so ein Verteidigungsviech. Na gut, er kriegt schon mal erstmal viel Schaden reingedrückt. Was heißt viel Schaden? Ich denke mal, dass gar nicht mal so viel Schaden machen wird. Ein Drittel immerhin. Und er ist besiegt und jetzt können wir gleich mit dem Döner ihn besiegen. Ich denke, ein Döner wird jetzt auch schon reichen. Problem sollte es jetzt hier nicht mehr werden. Hat er noch ein Pokémon? Nö. Bei Hariyama bleibt es. Okay. Das wird nicht mehr schwierig. Vor allen Dingen der Surfer wird jetzt noch härter, weil der Schaden nicht aufgeteilt wird. Ach, das war's schon. Okay, den Kampf war ich leichter als den ersten. Liegt auch ein bisschen am Typvorteil. Und liegt auch daran, dass dieser Trainer keinen Mogelieb hatte. Ich hasse Mogelieb. Und was für ein Kämpfer. Dominata. Ja, bist voll die Domina, oder was? Dominata. Kommt jetzt wieder das Halbfinale, ja. Gegen den Bauarbeiter Bob der Meister. Du bist bestimmt mit der UFO gekommen, oder? Voll die krasse Technologie, hab ich gebaut. Rodon. Nicht Rotom, Rodon. Er hat nur einen schlappes Sohn Duster. Herzlichen Glückwunsch, du bist der schlechteste Trainer in diesem Kolosseum. Gut, ich werde es wieder so machen, indem ich Regentanz mit Taitiger caste. Dann sehen wir mal weiter. Ja, also ich bin mir schon im Klaren, liebe Freunde, wenn ich gleich die Regentanz-Strategie bei die Queen mache, dass ich ihnen auch damit helfe. Aber das ist es mir wert. Wobei, ich werde die Regentanz tatsächlich nicht machen. Ich werde es erst ohne probieren und ich schätze mal, dass die Queen selber Regentanz machen will, weil dadurch profitiert sein Team nämlich. Die Kapalos, die haben entweder Regennuss oder Wassertempo. Das heißt, sie wird es auf jeden Fall selber machen. Ich glaube, jedes Pokémon von die Queen hat Regentanz. Deswegen werde ich ihnen das bestimmt nicht vorwegnehmen. Ah, so werde ich es machen. Auf jeden Fall profitieren auch Crocodile und Tiny Tiger davon, wenn das macht. Und deswegen habe ich diese zwei hier ausgewählt. Ich schätze, als zweites wird dann Drakim kommen, oder wie er hieß. Ja, Drakim hieß der. Und ja, der hatte auch viele Feuer-Pokémon. Dann müssen wir die auch wieder nehmen. Ne, Feuer nicht, Stein oder Boden hatte der, ne? Brauchen wir ja auch wieder Crocodile. Ich denke, die werden hier richtig lang am Kämpfen sein. Na, wenn man da Venus bräuchte, ich eigentlich Tiny Tiger. Wie blöd ist das denn? Kann man jetzt nicht nur auf diese Pokémon trainieren? Oh, oh. Das wird echt schwierig. Eigentlich so ein Secret Boss, Freunde. Oh, oh. Na, ich werde weiterhin mein Bestes geben. Kriegen wir schon irgendwie hin. Denk mal, ich habe die bessere Strategie als der Gegner. Wenn ich mal viele Gedanken mache. Ach, wird schon, das kriegen wir hin. Ja, noch so viele Vitalkräuter jetzt. Irgendwie werden wir es überleben. Aber ich habe zu Recht Angst vor einem Secret Boss. Verdammt! Das Filigram hat mich schlapp gemacht. Die Stimme passte gerade nicht. Naja, egal. Jetzt kommt das Finale gegen Mr. oder Mrs. Afro. Tja, ich habe es bereits erwähnt. Wir werden diese Faces alle nochmal wiedersehen. So trifft man sich wieder. Und heute tanze ich hier gut im Boden. Ah, jetzt gibt's nochmal die Mucke. Kapalos, Kapalos, ich hab auch nichts anderes erwartet. Na, herrlich, nochmal die Mucke. Da bin ich auch mal sogar hier.
schon dreimal gehört gehabt. Dieser Faker von die Queen, der hat sich doch die Musik auch aufgelegt, oder? Ja, Regentanz werde ich, wie gesagt, nicht machen. Ich greife das stärkere Kapaloris an. Muss man mal sehen. Bis ich versuche, dieses Kapaloris zum Zurückschrecken zu bringen. Oh, X-Abwehr. Naja gut, Verteidigung steigt. Soll er machen. Soll er machen. Ich greife. Ah nee, ich greife ja mit Crocodile speziell. Physisch an. Na gut. Ist circa die Hälfte. Werde jetzt aber mit dem Surfer noch absichern. Oh shit. Oh oh, das wird noch eine Tortur. Ich werde es mit dem Surfer absichern. Falls der Donnerblitz nicht ganz reicht, wird der Surfer auf jeden Fall. Ach, was soll das denn? Was für ein Scheiß. Komm, mach jetzt den scheiß Regentanz. Kann ich mit Döner angreifen? Dann macht der Surfer noch mehr Schaden. Ich werde auf jeden Fall davon profitieren. Ey, wenn er jetzt hier mit Top-Genesung spammt, ne, dann kriege ich aber einen Kostkrampf. Alter, wie es gar keinen Schaden macht. Oh oh, Crocodile ist useless hier. Regentanz, da ist er. Freunde, ich hab's euch gesagt. Wäre dumm gewesen, hätte ich's gemacht. Ganz meine Rede. Döner. Döner auf das höhere Kapaloris. Du versuchst nochmal deinen Biss. Yes. Trotz Wassertempo werden sie outgespeed und die haben tatsächlich beide Regennuss. Das weißt du nicht. Das erste Kapaloris ist down. Muss man einfach so sagen. So viele Kapaloris, wie er sie hat. Weiß ich immer noch nicht, was sie wirklich ist. Ich glaube, es ist eine sie, ne? Die Queen. Die Königin. Hydropumpe, fuck your mom. Alter, und dann noch auf deinen Tiger. Muss das sein? Das ist nicht nett. Take that. Ach, shit. Wird ja nie was. Wie das nächste Kapaloris da schon wieder steht, das ist so witzlos irgendwie. Aber naja. Oh, Level 65, holy shit. Holy fucking shit. Da ich ihn eh nicht outspeede, muss ich den stärkeren Angriff nehmen. Nee, Schlitzer. Take that. Ja, wir haben ja Obsidiana und so, also schlimm ist nicht. Yes, paralysiert. Hydropumpe erneut. Solange es kein Volltreffer ist, reicht's noch nicht. Genau. Schlitzer. Bam. Ah, verdammt. Egelsam. Okay, Raikou ist besiegt. Ah, ne, benutzt auf Crocodile. Okay, dann benutze ich Crocodile jetzt nicht mehr, weil er eh nichts reißt. Werde ich es austauschen. Ich werde bestimmt nicht den Gegnern helfen. Der heilt sich ja so viel, wie ich ihn abziehe. Das bringt ja nichts. Guckt euch das an. Funktioniert ja vorne und hinten nicht. Wisst ihr was? Tschüss, Kapaloris. Psyana kommt. Auf Igelsamen habe ich verständlicherweise keine Lust. Hoffentlich kann das andere Kapaloris nicht angreifen, was paralysiert ist. Spekuliere ich jetzt einfach mal drauf. Ja, aber er hatte auch ein Pokémon, was nicht Kapaloris war. Es war damals Mogelbaum, aber er hat ja auch einen Ersatz für Mogelbaum jetzt. Gleich Kapaloris ist der Ersatz von. Nee, Kravums, seht ihr? Passt irgendwie nicht zu die Queen, aber wenn er meint, wenn er meint, wenn sie meint. Was auch immer. Mr. Afro oder Mrs. Afro. Wieso? Regennuss war das nicht. Nicht, der Egelsam. Jetzt verstehe ich das langsam. Okay. Soll ich Kravums lieber mit dem Donner angreifen? Ich denke schon. Ja, komm, alles auf Kravums. Scheiß drauf. Ich möchte ihn loswerden. Da Kapaloris paralysiert ist, ist nicht so eine gefährliche Sache mit ihm. Habe ich mehr Angst vor Kravums. Aber das brauche ich jetzt nicht mehr zu haben. Hat er noch einen Kapaloris? Ich glaube, er hat noch einen Kapaloris. Nee, Amaldo. Wow. Ein paar Kapaloris aussortiert, oder was? Oh, shit. Er darf angreifen und es war's für Tiny Tiger. Ich hab's mir gedacht. Na gut, dann müssen wir jetzt einen Ersatz finden. Capoeira bringt nichts gegen die. Aber was gegen Amaldo? Ja, Crocodile muss wiederkommen. Für Amaldo. So einfach ist es. Wenn einer von den beiden jetzt besiegt ist, also Psyana oder Crocodile, werde ich Despotar nehmen. Um Amaldo mit einem Erdbeben ordentlich was auf Mütze zu geben.
Surfer. Und bitte Psychokinese auf Amaldo. Amaldo muss besiegt werden. Kostet es, was es wolle. Sein Angriff ist immens. Und dann ist er noch vom Typ Käfer. Das heißt, Psyana ist in Gefahr. Schön, dass wir ihn outspeeden können. Ich dachte eigentlich, Amaldo ist schneller als Crocodile. Aber nun gut. Ja gut, das bringt natürlich gar nichts. Wusste sie aber schon vorher. Hat Amaldo ist besiegt. Ich fokusse Gabalores in dem Sinne nicht, weil er paralysiert ist. Ich hoffe einfach nochmal, dass er aussetzen muss. Sonst ist Gabalores natürlich sehr gefährlich. Aber er muss schon wieder nicht aussetzen. Regentanz. Bringt mir nichts mehr. Titan-Tiger ist besiegt. Und der Surfer macht einfach viel zu wenig Schaden. Weil es auch nur ein Viertel effektiv ist. Weil er Wasserpflanze ist. Jetzt müssen wir die Kräfte zusammentun, ihn dann auseinanderzunehmen. Ich könnte auch Anziehung machen, ist die Chance noch geringer, dass er mal zum Zuge kommt. Aber ich muss jetzt auf Offensive gehen. Seht ihr? Das war auch die richtige Entscheidung. Spezialverteidigung sinkt nochmal. Und das war's. Bam! Schlitz! Die Queen ist mal wieder besiegt. Und der Part hat eine megamäßige Überlänge. Macht aber nichts. Nein, ich bin schon wieder aus dem Takt. Das ist ja haarsträubend. Tja. Und jetzt könnte man denken, das Kolosseum ist geschafft. Nein, wir müssen noch mehrere Durchgänge machen, wie schon gesagt. Herzlichen Glückwunsch zu deinem Sieg. Was für ein phänomenaler Kampf. Das Preisgeld beträgt 20.000. Bitteschön. Außerdem erhältst du TM12 als Preis. Ja, 20.000 sind natürlich viel. Da kann man Geld farmen. Oh, PDA. Eine Message. Die lesen wir noch, bevor ich den Part beende. König von Tartarus. Ich bin's bald. Hast du schon in Kolosseum Tartarus gekämpft? Dort soll ein unglaublicher Trainer antreten, der sich König Tartarus nennt. Ich frage mich, was für Pokémon dieser Trainer wohl hat. Tja, Freunde, ganz im Ernst. Das ist dieser Secret Boss, von dem ich gesprochen habe. Der König von Tartarus. Ist auch gleichzeitig der stärkste Trainer des gesamten Spiels. Mit 70er Pokémon. Mehr möchte ich aber nicht spoilern, was er für Pokémon hat. Ich weiß es nicht noch. Er hat auch ein Krypto-Pokémon und so. Das wäre noch richtig heavy, von dem ich am meisten Schiss. Gut, Freunde, das war's aber für diesen Part. Na ja gut, als nächstes kommt Rakim, ne? Ja, mit Boden. Ne, wisst ihr, was ich mache? Ich werde jetzt Panzer Aeron und Despotar nehmen. Für die nächsten Kämpfe. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Freuen Daumen hoch, falls euch gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video favorisieren. Ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal hier. Denn wenn wir Drakim noch einmal erneut herausfahren, müssen wir uns natürlich auch erstmal wieder hinkämpfen. Und ich denke, wenn noch genug Zeit ist, werden wir auch Madame Venus nochmal herausfahren. Und dann Professor Kulpa und König Tartarus dann im übernächsten Part. Ja, macht's gut, haut rein und danke fürs Ansehen. Bis dann, ciao.